Hallo und guten Morgen zur nächtlichen Röhrenstunde. Heute geht es unter anderem um drei Bauformen der Gleichrichterröhre RGN 1064 sowie eine Überraschung, nämlich zuerst die verschiedenen Bauformen. Auf der linken Seite ist die reguläre Bauform, in der Mitte ist die RGN 1064 Spezial F und auf der rechten Seite ist die Nachkriegsvariante in etwas schmalerem Kolben. Dazu wird auch ein X aufgelöst, nämlich wahrscheinlich eine RGN 1064 mit Vakuumfehler. Ich kann leider den Hersteller nicht identifizieren. Die wird als vierte Röhre auf den Neuwerker gesteckt und wahrscheinlich in den IOL geschickt, weil, wie gesagt, bei 50 Volt schon bereits eine sehr starke Gasentladung zu sehen ist. Das heißt, die Röhre hat massiv Luft gezogen. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit den regulären Röhren, nämlich mit der normalen Bauform. Als kleiner nochmal Hinweis: Die RGN 1064 ist eine 2B-Gleichrichterröhre im Europasockel, direkt geheizt mit 4 Volt bei ungefähr 1 bis 1,1 Ampere Heizstrom. Hier sind sich die Hersteller nicht ganz einig. Die einen sagen 1 Ampere, andere sagen 1,1 Ampere. Also nehmen wir die goldene Mitte. Und fangen an. Das hier ist die reguläre Bauform, die wurde 1932 entwickelt. Die RGN 1064 kann maximal 500 Volt verarbeiten bei maximal 70 mA. Bei 300 Volt schafft sie noch 120 mA. Sie ist also für damalige Zeit schon relativ stark gewesen. Hier im Bild ist eine Variante von Telefunken mit einer Drahtanode, die in HiFi-Kreisen höchste Töne genießt, weil, Zitat, eine Aktionsplattform, eine der besten wohlklingenden Gleichrichterröhren. Wenn eine Gleichrichterröhre wohlklingend ist, ist sie meiner Meinung nach kaputt, aber das ist ein anderes Thema. Man sieht hier schön die Drahtanode, die Aufhängung des Systems sowie die punktgeschweißten Aufhängungen des Heizers, also der Kathode, die Öffnung des Pumpstutzens, der Pumpstutzen selbst sowie die Verkabelung zum Sockel. Die Röhre wurde von meinem Vorbesitzer mit Epoxidharz geklebt. Das ist diese gelbe Substanz. Das ist eine Detailaufnahme vom Quetschfuß. Man sieht auch hier wieder die Drahtdurchführungen. Das ist eine Seitenansicht. Und auch ganz wichtig natürlich die Getterpfanne und das aktivierte Getter. Und die Epoxidschicht, die schon leicht am Kolben runtergelaufen ist, also am Sockel. Das ist mal eine Detailaufnahme der Anode selbst. Wie gesagt, wohlklingend, sowie der federnden Aufhängung des Heizers, wie bei sehr vielen direkt geheizten Röhren, das somit sichergestellt ist, dass der Heizer immer gespannt ist.
Das ist das Getter der Röhre. Hier sieht man auch die Konstruktion der Feder. Das ist die Feder in der Aufhängung von oben. Hier ist die beschichtete Kathode. Noch mal eine etwas detailliertere Aufnahme vom Gitter der Anode. Ich bin mal gefragt worden, was Sinn oder Unsinn dieser Anodenform ist. Ich konnte die Frage nicht 100% beantworten. Meine nächste Schätzung ist einfach, es ermöglicht eine bessere Radiationskühlung. Die zweite Erklärung wäre eventuell auch Materialmangel, wobei ich aber eher zur Radiationskühlung tendieren würde. Hier sind nochmal die Getterpfanne zu sehen. Ich springe ein bisschen zwischen den Themen. Das ist die Röhre in Betrieb. Da kommen wir gleich nochmal am Neuberger zu, bei etwas besserer Beleuchtung. Also das heißt bei der Hilfsbeleuchtung, dass dann die Kampfbeleuchtung ausgeschaltet ist. Dann ist das Glühen der Röhre besser zu sehen. Dann geht es weiter mit der Spezial F. Die Spezial F ist eine normale RGN. Der Zusatz Spezial F heißt wahrscheinlich Flugtauglichkeit. Und zwar, das waren selektierte Röhren von der Luftwaffe, die für den direkten Einsatz in Flugzeugen zugelassen wurden, also bestimmte Spezifikationen erfüllen konnten, mussten. Welche genau ist nicht mehr wirklich zu reproduzieren? Da gibt es keine wirkliche Literatur zu. Auch andere zivile Röhren wurden mit dem Zusatz Spez-F bemerkt, unter anderem auch die REN 904. Und ja, also ich sage jetzt mal, es ist flugtauglich. Was das F genau heißt, ist unbekannt. Man sieht aber schon, wenn man sich die Röhren genau anguckt, dass die Mechanik etwas besser aufgebaut ist. Also meines Empfindens, tun wir dich mal ein bisschen vergrößern. Das ist jetzt ein normales Anodenblech. Auch die Punktschweißung der Kathode ist wie immer. Auch der Quetschfuß sieht unspektakulär aus. Also wie gesagt, was jetzt genau die Kriterien für das Spezial F waren, ist unbekannt. Auch hier hat mein Vorbesitzer ein bisschen mit Epoxid rumgespielt. Also man sieht hier die Reste am Sockel. Schön zu sehen ist ja auch wieder der
Pumpstutzen und die eingeschmolzene Halterung des Systems. Das ist die federnde Aufhängung der Heizer. Interessant ist, dass trotz des Spitz F wurde eine normale Klimaplatte benutzt und keine Keramikplatten wie bei den Poströhren. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass für die Flugtauglichkeit eher etwas stabilere Materialien benutzt wurden, aber okay. Die Röhre war schon in Betrieb. Man sieht schon, dass die Beschichtung der Kathode schon leicht abgedampft ist. Man sieht es auch im Gegenlicht im Glaskolben, dass der schon etwas abgedampfte Spuren hat, die jetzt im Foto leider sehr schlecht zu sehen sind. Das ist der besagte Aufdruck Spezialpunkt F. Die Röhre wurde freigegeben 1942 in der 52. Woche. Wurde von Telefunken produziert. Das ist der Quetschfuß und das Zirkoniumgitter. Eine andere Ansicht der Zirkoniumgitterpille. Das sind aber die Anodenbleche und die Aufhängung, die federnde Aufhängung. Der Röhrenaufdruck selbst, also oben ist der normale Telefunkenstempel mit RGN 1064. Das Spitz F ist wie gesagt nachträglich an der Seite aufgedruckt worden. Das ist der Sockel. Und nach dem Krieg ist eine weitere Bauform entwickelt worden, nämlich die kleine Bauform. Die technischen Daten der Röhren sind dieselben. Aber wie gesagt, die Röhre ist ein bisschen kleiner und die wurde auch eingesetzt in verschiedenen Geräten, logischerweise unter anderem auch immer in einem Neuberger 370. Es sind nämlich drei Stück davon drin. Und die sind so eng, dass bei mir der Einbau von den normalen bauchigen Röhren sehr knapp ist. So, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber mein Neuberger 370-1 scheint wohl angepasst zu sein auf die schmale Bauform der RGN 1064, da auch einige der Kabel entsprechend gebogen sind. Also die laufen genau unterhalb der Röhren vorbei und die sind gebogen auf die Form dieser Bauform. Wie gesagt, genau beweisen kann ich es nicht, aber es sieht so aus, dass, wie gesagt, der Neuberger bei mir, also die Strich-1-Variante für diese Röhre konzipiert wurde. Gucken wir uns dann die Röhre mal genau an. Sie ist eigentlich sehr unspektakulär, normales Anodenblech.
Wie die Röhre, die Heizer aufgehängt sind, kann ich nicht sagen. Die Röhre ist oben stark gegittert. Also ich sehe nicht hinter das Gitter. Man sieht aber hier unten die Aufhängung der Federung. Also gehe ich mal davon aus, dass die Röhre genauso gefedert ist wie die Vorkriegsvariante. Auch die Aufhängung am Quetschfuß ist fast dieselbe. Das ist dieselbe Punktschweißung. Dasselbe Pumpstutzen. Nehmen wir eine Detailaufnahme des Pumpstutzens und der Durchführung. Hier sind die punktgeschweißten Aufhängungen der Kathode, also des Heizers. Das ist eine Seitenansicht. Die Röhre wird mit Klimmer gehalten. Das ist nochmal eine Seitenansicht des Anodenblechs sowie der Aufhängung der Kathode, also des Heizers. Hier ist noch eine Gitterhalterung. Also die Röhre ist zweimal gegittert, sowohl unten am Röhrenfuß als auch am Kopf. Das ist Versuch von unten die Anode, Entschuldigung, die Kathode zu fotografieren, also die Beschichtung innerhalb des Anodenblechs. Und das Anodenblech ist graphitisiert zur besseren Radiationskühlung. So mit der Seitenansicht der Gesamtröhre. Und das ist der berühmte Stempel. Und das ist die zugehörige Verpackung. Und wie immer die Garantiezeit von 6 Monaten. Das ist immer dasselbe Text. Und die Garantie gilt natürlich nur, wenn die Röhre in der exakt passenden Verpackung mit der Kennnummer zurückgegeben wird und mit ausgefülltem Garantieschein. Mit Stempel und Blutgruppe und Schuhgröße und keine Ahnung vom Verkäufer. Dass ja keine falsche Röhre reklamiert wird. So, und zum Schluss habe ich gesagt, kann man noch ein X. Und zwar ist es eine unbekannte. Moment, noch ein schönes Bild, genau. Das ist eine RGN 1064, die ich von einem Sammler bekommen habe, leider ohne lesbaren Aufdruck, und diese Röhre scheint einen Vakuumfehler zu haben, weil bereits bei 50 Volt Anodenspannung sieht man ein sehr starkes Entladungsleuchten. Und wir haben jetzt als viertes auf Neuberger stecken und eventuell wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit in den IOL schicken, weil ich gehe mal davon aus, dass sie nicht in der Lage ist, 500 Volt auszuhalten. Vom Aufbau ist sie etwas anders.
Es gibt eine Glasperle, die die obere Halterung hält. Die Anoden sind auch graphitisiert mit der Stabilisierung, der typischen Stabilisierung der damaligen Zeit. Das ist eine Detailaufnahme der Glaspille, die, wie gesagt, die das System oben trägt. Und nochmal eine Detailaufnahme der federnden Halterung. Und das war die Seitenansicht. Wie gesagt, der Hersteller ist unbekannt. Und schauen wir uns die Röhren jetzt mal am Neuberger an. Wie immer natürlich, ich habe es vergessen, aber natürlich alle Links sind auf der Videobeschreibung und dort sind die Bilder nochmal im Detail auf der Webseite nachzuschlagen. So, ich habe natürlich wie immer was vergessen. Und zwar, es gibt natürlich mehrere Vergleichstypen zur RGN 1064, eine der bekanntesten. Schnell. Ist die 14NG von der Löwe Radio NG, Entschuldigung, Radio AG. Noch ein, glaube ich, ein schöneres Bild von. Das ist auch eine typische Löwe-Röhre, inklusive dem sehr fragilen Aufdruck, der schon beim kleinsten Anschauen abbröselt. Das ist eine Seitenansicht. Interessant ist, dass bei dieser Röhre ein Teil des Stützens vom Glaskolben selbst erledigt wird. Hier ist die Getterpille. Das ist der Quetschfuß sowie der Pumpstängel mit einer, ich weiß nicht, was es für ein Material ist, um diesen Draht anscheinend zu stabilisieren oder keine Ahnung. Das ist noch mal ein Blick in den Sockel selbst. Und das ist die Seitenansicht der Mesh-Anode. Auch sieht man noch schön den Quetschfuß. Und was auch immer das für ein Material ist. Das ist die Röhre von oben. Auch hier sieht man, wie gesagt, die Klimaplatte, die das System hält. Das war noch so ein kleiner Nebenschauplatz für die eine der Vergleichstypen der RGN 1064. Und jetzt kommen wir mal zum Neuberger. So, es ist 3:43 Uhr. Wie man am Zeitstempel sieht, ich habe ein paar Minuten Pause gemacht und habe noch was gesucht, nämlich die gerade angesprochene 14NG von Löwe. Das will ich auch mit im Test haben. Das ist mir just for fun, aber was soll's. Das sind die besagten Röhren, die jetzt an die Reihe kommen. Das ist die unbekannte mit Vakuumfehler.
Das ist die Spezial-App von Telefunken. Das ist die reguläre von Telefunken. Das ist die schmalbäuchige Nachkriegsvariante. Und das ist die 14NG von Löwe. Und die werden wir jetzt mal von Neuberger stecken. Die Beschaltung ist eigentlich wie immer. Auf den Stiften 1 und 3 ist die Heizung. Das ist eine direkt geheizte Röhre. 2 und 4 sind die beiden Anoden. Es handelt sich um eine Gleichrichterröhre, also im Messmodus G wie Gleichrichter, mit einem Lastwiderstand von 5 Kiloohm. Das ist eigentlich schon wieder alles. Natürlich das Ampermeter. Gut, wir beginnen, würde ich mal sagen, mit der regulären Variante. So, ist alles auf 0. So, die Heizung hat Durchgang. Wir starten, wie gesagt, vom Fokus mit 4 Volt. Da bin ich schon im richtigen Bereich. So, ich starte mit 0 Volt Anodenspannung, weil noch nicht alle Röhren getestet wurden und ich nicht weiß, ob es einen Kurzschluss gibt. Das heißt, heizen wir erstmal an und stellen die Heizspannung auf 4 Volt ein, korrekt, weil wie gesagt die RGN 1064 zieht ungefähr 1 Ampere, 1,1 Ampere laut RFT-Werk, 1 Ampere laut Telefunken, also die Wahrheit liegt wohl irgendwo in der Mitte. Gibt keinen Kurzschluss. Dann starten wir mal 50 Volt. Und siehe da, die Röhre hat 7 Milliampere. Laut Messkarte von Neuberger soll sie bei 300 Volt im Rechtsanschlag 45 Milliampere liefern. Dann gehen wir mal hier auf 100 Volt Bereich. 14 Milliampere, 150, 200, 250, 300 im Rechtsanschlag und die Röhre hat 42,6 Milliampere. Zweites System ist ein Tick stärker. Sich jetzt stabilisiert. Ja, sind ungefähr gleich beide Systeme. Die obligatorische Nachtaufnahme.
Betriebslicht. Und man sieht sehr schön das Glühen der Heizer. Das Brummen vom Neuberger. Und man sieht, es gibt kein Entladungsleuchten, also das Vakuum der Röhre ist in Ordnung. Fokus kommt jetzt nicht ganz mit. Vielleicht ein bisschen. Okay. Machen wir mal weiter. Das war jetzt die Variante von Telefunken, die reguläre. Machen wir weiter mit der Flugvariante. Null stellen sollen, der Schalter, dann geht nämlich auch die Kontrollleuchte, also Röhre hat Durchgang, der Heizer und dann nochmal die Kurzschlussprüfung machen. Sieht soweit gut aus. Ja, na komm. Heizspannung. So, 4 Volt. Fünfzig Volt. 100 Volt, 150, 200, 250, 300, die ist ein gutes Stück stärker, 2 System funktioniert auch. Neuberger pumpt. Hoppala. Die Heizung ist sehr dunkel. Also man sieht fast überhaupt kein Glühen, trotz 54 mA Anodenstrom bei 300 Volt. Bisschen sieht man, aber es ist wenig.
Gut, die Röhre funktioniert. Anodenspannung auf 0 und den Prüfschalter auf 0. Und die wird auch gut heiß. Machen wir weiter mit der kleinen Variante. Sie hat auch Durchgang. Heizspannung. Vier Volt. Auch kein Kurzschluss. Bei 50 Volt habe ich 8,8 Milliampere. Das ist jetzt kein Statement, das ist ein Messwert. 100 Volt, 150, 200, 250, 300. Auch die scheint beiden Systemen zu funktionieren. Des Heizers ist auch sehr dezent. Machen wir weiter mit der Löwe-Variante. Das ist auch für mich interessant, weil ich habe die Löwe-Variante auch, die ist auch gut warm, noch nicht getestet. Ich versuche jetzt nicht an der Schrift anzufassen, weil die verwischt sehr leicht. Beschissene Europasockel. Geht mir so auf den Punkt. So. Und wir haben eine schwache Beleuchtung. Das heißt, da bestünde die Gefahr, dass der Heizfaden durch ist. Okay. Mal 50 Volt. Jo, der Heizfaden ist durch. Damit hat die Löwe-Variante ihren EOL schon hinter sich. Ja, gut. Nach 80 Jahren kann man auch mal sagen, ich habe keine Lust mehr. So.
So, dann bleibt jetzt noch eine Variante übrig, nämlich die große Unbekannte. Da ich weiß, dass diese Röhre Luft gezogen hat, stelle ich die Anodenspannung auf 0. Auch. Und stecken wir die Röhre mal ein. So, hat Durchgang der Faden. Stellen wir mal die Heizspannung korrekt ein. Sie zieht schon mal mehr Strom als die anderen. Sehr viel mehr Strom. Ich komme jetzt mit dem 4 Volt Bereich gar nicht mehr hoch. Das heißt, ich stelle jetzt auf Linksanschlag, schalte eins höher in den 6,3 Volt Bereich. Bin jetzt im 8 Volt Bereich der Messskala. Gehe jetzt auf die 4 Volt. Die Röhre glüht schon relativ gut. Aber keinen vernünftigen Fokus. Und ich lasse mal die Hauptbeleuchtung aus, weil es eventuell eine Lightshow gibt. Ich schalte jetzt ein 50 Volt Anodenspannung. Moment, bevor ich die einschalte, muss ich jetzt mal hochgehen auf den Messbereich. Und man sieht schon bei 50 Volt ein Entladungsleuchten. Wenn ich jetzt die andere Anode teste, und das spricht natürlich dafür, dass es einen Vakuumfehler gibt, also sprich die Röhre hat Luft gezogen. Ich halte jetzt mal auf 100 Volt hoch. Man sieht es in der Kamera nicht so wirklich gut, aber in der realen Welt ist jetzt das Leuchten sehr stark. Komplett nackt ohne Hilfslicht. Dann kriege ich keinen Fokus. Schade. Ich habe jetzt wie gesagt 38 mA. Bin jetzt bei 300 Volt. Wieso kommt der Fokus nicht? Bin jetzt bei 300 Volt und habe meine 48 mA. Aber halt das Entladungsleuchten gefällt mir überhaupt nicht. Das eigentlich dafür spricht, dass die Röhre bald sich verabschiedet.
Ich hätte ehrlich gesagt jetzt damit gerechnet, dass der IOL vor laufender Kamera passiert. Aber anscheinend. Okay. Lassen wir es am Leben. Insofern bedanke ich mich wieder für die Aufmerksamkeit. Es ist 4 Uhr und 4 Minuten. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. So sieht übrigens das Chaos aus, wenn ich hier Röhren suche oder bereitstellen muss. Das ist alles bergmännisch verpackt.